hier ist aber auch weit und breit kein Mensch. Was ist denn das? Was ist das? Oh nein! Ah! 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 Was ist das? Ah! Hallo? Ah! Ah! Jo Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video bei den Pyrostylers HD, nämlich zum Halloween Special. Wir leiten hiermit die offizielle Pyro-Saison 2018 wieder ein. Genau. Perfekt. Wir leiten hiermit offiziell die Pyro-Saison 2019 wieder ein. Dieser Artikel zum Beispiel war gesponsert von PyroWeb, genauso wie viele andere, die wir in dem Video zeigen. Und wenn ihr uns damit unterstützen wollt, bestellt ihr einfach über den Link. Die kosten dadurch nicht mehr, sondern ihr unterstützt uns einfach damit. Und ich würde sagen, wir legen los mit dem Halloween-Special. So, die heutige Halloween-Kiste sieht so aus. Richtig, richtig geile Sachen dabei, wie ihr seht. Ja, mit was fangen wir denn an? Ich würde sagen, wir fangen erstmal klein an. Das ist unser einziger... Das sind unsere einzigen Böller, die wir heute dabei haben, die Supercracker, man kennt sie. Da zünden wir einfach mal ein paar von weg, aber im Dunkeln ist es, sag ich mal, nicht so interessant, deswegen die mal als erstes. Junge. Die werden seit 95 auch jedes Jahr besser. Die Teile wie immer auf jeden Fall richtig geil, hier hält es auch richtig gut und ich würde sagen, wir machen weiter mit dem nächsten Artikel. Gehen wir mal zur Kiste. Naja, hier haben wir ein paar schöne Fontänen, ich würde sagen, da zünden wir zwei. Das sind die Fountains Gold and Blue Flame von Jorge. Den Artikel findet ihr auch direkt in der Videobeschreibung, hat uns PyroWeb hier für dieses Halloween Special zur Verfügung gestellt. Die Fontäne war auch die Fontäne, die Jonathan bzw. die mysteriöse Person hier im Vorspann gerade im Video benutzt hat. Aber wir zünden jetzt nochmal zwei davon, um uns die nochmal einzeln anzugucken. Auf jeden Fall ganz cool die Teile und für Feuerwerk, das man sich unter dem Jahr kaufen kann, auf jeden Fall sehr, sehr geil. Und ich würde sagen, Jonathan macht jetzt weiter mit dem nächsten Artikel. So, ich würde sagen, was haben wir drin? Ein paar kleine Sachen. Machen wir mal weiter mit den Nico Firebolts. Ja, war ganz okay, aber die waren auch nicht so wie die alten Crackling-Bälle. Aber schön ist rausgeschossen, ist okay. Kostet ja fast nichts, kann man machen. So, weitermachen wir mit den Funke Geysir. Die haben wir auch aus dem Pyro-Webshop. Link dazu findet ihr ebenfalls in der Videobeschreibung. Sagen wir, machen die gerade mal auf. So. So, sind auf jeden Fall viele drin. Hat auch gut Gewicht. Und... wir machen jetzt einfach mal einen grünen und einen roten. Steht noch drauf. NEC 7,5 Gramm. So, schauen wir einfach mal, was die können. Lass mich reinstecken. Nicht weg. Also Leute, wir haben uns nicht über den Artikel informiert, wie man gesehen hat. Haltet auf jeden Fall immer die 8 Meter Sicherheitsabstand ein. Ja, und ich würde sagen, jetzt filmen wir nochmal einen gescheit
aber es sah auf jeden Fall schon mal überhaupt nicht schlecht aus. Und jetzt mal mit ein bisschen mehr Abstand. Also, kleine Bengalfontäne mit extra viel Rauchentwicklung, also jetzt, die haben echt gut Rauch gemacht, das kam jetzt im Dunkeln vielleicht nicht so gut rüber, aber sah schon gut aus und das Crackling am Ende war auch fett, also richtig gutes Crackling, richtig laut und die Teile sind auf jeden Fall zu empfehlen, wie gesagt, Link in der Videobeschreibung, bestellt sie über den Link, wenn ihr uns unterstützen wollt und wir machen weiter mit dem nächsten Artikel. So, ich würde sagen, wir machen weiter, wir haben noch ein paar wenige kleine Artikel. Und wir machen weiter mit den Color Cascada Fontänen von Brückhoff. Genau. Und jetzt schauen wir mal, was die Color Cascada können. So, direkt zwei auf einmal. Let's go. Also die hatten auf jeden Fall verschiedene Effekte. Ich würde sagen, wir machen direkt nochmal zwei. Und das Crackling, das war echt laut. Also für Kategorie 1 echt gut. Und ja, das andere war mit Blinkern, die war auch ganz okay. Machen wir direkt nochmal zwei. Also aus dem einen kamen jetzt noch ein paar grüne Sterne raus, aber ansonsten nichts Neues, aber waren ganz okay. So, dann schauen wir mal, was wir noch im Karton haben. Da kommen noch ein paar schöne Sachen zum Vorschein. Ah, da haben wir die Feuerbatterie. Passend zu Halloween jetzt. Auf jeden Fall kennt man die aus dem Leuchtspektakel und ich würde mal sagen, die zünden wir. So, schauen wir mal, was sich hier hinter verbirgt. Naja, tatsächlich eine Batterie mit ein paar Schuss. Ich schätze, das ist eine Mischung aus Fontäne und Batterie mit irgendwelchen Bombetten oder so. Steht ja hier auch. Immer schön, genau, immer schön aufklappen und wir zünden das Ganze. Also war jetzt nicht unbedingt der Knaller, aber für zwischendurch kann man das auch mal machen. Der Jonathan und ich, wir werden jetzt beide jeweils ein blaues Bengalo zünden. Und zwar ist das Ganze von Jorge. Haben wir auch freundlicherweise von Pyrowerb zur Verfügung gestellt bekommen. Und wir werden jetzt die zwei Bengalos zünden und mal schauen, wie die sind. So, dann machen wir jetzt die zwei Bengalos auf und dann werden die angezündet. Wer hätte das gedacht? Ja, du noch. Genau. So, wir haben die Kamera. Mega geil. Junge.
Ist auf jeden Fall gut. So Leute, die waren auf jeden Fall richtig fett. Also jetzt alles zugenebelt, richtig geil. Und ja, die kann man sich echt bestellen. Link dazu in der Beschreibung, genauso wie der Link zum Shop. Grande Final. Wir haben jetzt noch den letzten Artikel, nämlich die Pro Toys. Die gab es letztes Jahr beim Aldi. Ist von Helios Feuerwerk. Und ja, Brenndauer 50 Sekunden. 4 Meter Effekthöhe. Naja, schauen wir mal. So Leute, wir müssen jetzt mit den letzten 10% unserer beiden Handys das hier noch bewerkstelligen. Glück gehabt, dass das jetzt noch reicht. Die Rauchentwicklung war mega und das Finale, da hat es die 4 Meter Effekte auf jeden Fall erreicht. Vorher dachte ich so, naja, und es war fettes Crackling, also richtig gut. So, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Zündet auf jeden Fall ein paar Sachen, aber ihr wisst ja, nur Cut 1, wir sind ja noch unterm Jahr. Wir freuen uns auf jeden Fall richtig auf Silvester. Geht noch schön feiern. Wir sehen uns nächsten Donnerstag wieder. Bis dann. Ciao. Ah!